Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Mittlerweile sind wir bei Folge 86. Moin Horst. Moin Jochen. Bald knacken wir die 100. Ich bin ein bisschen unter Druck, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ein Kumpel von mir, der wohnt in Hamburg und der hat mir per WhatsApp eine Nachricht geschrieben und gesagt, ey Jochen, am Wochenende vom 8. bis zum 10. mache ich meinen Angelschein. Und dann klingelt es bei mir natürlich. Das heißt, der wird vor mir fertig werden. Und in Hamburg ist es ja auch so, dass sie praktisch Anwesenheitspflicht haben müssen. Oder dass es dort keine Online-Zulassung gibt, sondern dass die anwesend sein müssen. Ja, also ich weiß, ich kenne ja den Ausbilder in Hamburg, der jede Menge Sportfischerprüfung abnimmt, ne? Jan Pusch, der, wahrscheinlich ist er der Lehrer da, weißt du, der zieht da in Hamburg natürlich eine Millionenstadt. Wir waren da jetzt gerade zum Angeln, Jochen, also ich möchte da nicht beerdigt werden, ganz bestimmt nicht, weißt du. Also dieses Verkehrsgewühle, kein Parkplatz finden. Ich habe da fast 20 Jahre gewohnt, jetzt wohne ich auf dem Dorf, wenn ich da zurückkomme, kriege ich die Motten. Ja, ehrlich, ne? Also die Leute, die in der Großstadt groß geworden sind, die lieben das ja wahrscheinlich, weißt du, und finden das auch gut. Also ich finde das ätzend, weißt du, also alleine... Du, dieses Verkehrsgewimmel, weißt du, und dann wusste ich nicht genau, wie ich lang sollte. Und dieses blöde Navi, weißt du, ich hatte mich einmal verfahren und dann führte mich das durch Hamburg zurück. Oh oh. Weißt du, und auf einmal blinkte hinter mir einer auf, ich wusste gar nicht, was los war. Bums, Blitzer, weißt du, oh, weißt du, dann bist du sowieso schon konfus. Links, zwei Spuren links von dir, zwei Spuren rechts von dir. Ich wusste, was, ich habe mich dann in der Mitte gehalten und ich denke, falls du nur links oder rechts weg musst. Und, also, bist du geblitzt worden? Ja, ja. Also, wenn du Glück hast, war es nicht eine rote Ampel, ne? Nee, war keine Rolle. War Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, war auch nicht zu viel. Oh, okay. Also, du weißt heutzutage, du bist da so schnell drüber, über 50 oder 60, das kriegst du gar nicht mit. Ich wusste auch gar nicht, wie schnell das da war, aber das nur am Rande. Also, also der Herr Pusch ist einer derjenigen, die in Hamburg die prüfen. Der hat das Monopol da oder was? Nein, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich gibt es auch andere. Weißt du, es ist ja so, mittlerweile ist das ja für einige eine Gelddruckmaschine, nicht? Aber der macht das sehr gut. Der macht diese Vorbereitungslehrgänge und die Leute zu. Ich will jetzt keine Reklame für Jan machen oder ähnlich, aber weißt du, da lernen sie wirklich, weißt du, was wichtig ist. Und da muss ich jetzt Hamburg loben. Die haben ja ein vorbildliches Fischereigesetz, Jochen. Mhm. Also Hamburg ist wirklich vorbildhaft. Erstmal haben die ein Entnahmefenster für unterschiedliche Fischarten. Das heißt, es gibt also ein sogenanntes Schonmaß, was so untermaßige Fische müssen zurückgesetzt werden und die großen, die wichtigen, also die ihr Erbgut weitergeben, sowas alles auch. Ne? Also man soll sagen jetzt, ich weiß das nicht aus dem Kopf, aber wenn man sagen, Hecht hat wahrscheinlich ein Schonmaß von, also ein Entnahmefenster von 60 bis 80 Zentimeter. Mhm. Weißt du, die Fische dazwischen kannst du entnehmen und alle, die da drüber sind, musst du zurücksetzen. Und das ist, dann geht ja wieder die Diskussion los mit Catch and Release. Ne? Dann musst du in Hamburg gummierten Kescher haben. Du musst eine Abhakenkacke dabei haben. Weißt du, wenn du einen Fisch messen willst, wo du ihn rauflegst, nicht, dass du ihn einfach nur auf Steine legst und so. Also das ist schon vorbildlich. Ne? Mhm. Und du kannst in Hamburg, das sind ja alles freie Gewässer, wenn du die Sportfischerprüfung hast und hast die Fischereiabgabe bezahlt, darfst du in Hamburger Gewässern teilweise frei angeln. Nicht? Also in der Elbe im Hafengebiet und teilweise in der Bille, also in diesen, man muss sich da genau informieren, wenn man da ist und auch genau über die Bestimmung. Nicht? Es gibt auch viele Gewässer da in Hamburg. Unheimlich viel. Ich habe noch nie so viele Angler wie in Hamburg gesehen, auch unter der Woche, was so an der Elbe sitzen, im Aalangler, kann ich vielleicht auch nachher noch was zu erzählen, aber auf alle Fälle haben die auch ein richtiges, ein großes Verbandshaus da, weißt du, wo die Angler sich ihre Papiere holen können und alles. Also das ist vorbildlich in Hamburg. Bei welchem Fisch warst du eben? Ich habe jetzt mal hier das Entnahmefenster mal eben hier schnell beim Anglerverband S Hamburg aufgerufen und die Schonzeiten. Worüber haben wir geredet? Über Hecht. Hecht. Okay. Im Mai endet die Schonzeit und dann sind es 40 bis 45 Zentimeter ist das Entnahmefenster. Steht hier. Bei Hecht? Ja. Nö, das kann ich angehen, Jochen. 45 bis 75 Zentimeter, zwei so. Exemplare. Aha, ja. Tageshöchstfangmenge. Ja. Zwei Exemplare. Ja, nee, weil du sagtest, 40 bis 45 hast du erst gesagt. Achso, nee, 45 bis 75, Entschuldigung. Ja. Und das ist das Entnahmefenster. Wenn der Hecht jetzt größer ist als 75, dann musst du ihn zurücksetzen. Und wenn der kleiner ist, ja sowieso. Ne? Ja. Okay, dann haben wir hier, was wollen wir noch wissen? Zander. Zander. Zander ist ja der Hauptfisch in Hamburg. Genau, Zander, Mai ist die Schonfrist noch aktiv. Im Juni ist sie ist frei und dann, also bis 31.05. Und dann auch 45 bis 75 Zentimeter, zwei Exemplare. Okay. Und Aale, wie viel darfst du da nehmen? Aal,
drei Exemplare, 45 bis 75 Zentimeter, keine Schonzeit. Also ganzjährig. Ganzjährig war, ja. Ganzjährig. Genauso wie die Quappe, der Rapfen, die Schleie und der Flussbarsch. Alles keine Schonzeit. Nee. Ja, wie gesagt, dann gibt es eben noch die andere, das sind eben das ist das Fischereigesetz, nicht? Und dann musst du trotzdem immer noch gucken, ob der Fischereiberechtigte, der dir die Angelerlaubnis ausstellt, wenn du in einem Privatgewässer oder im Vereinsgewässer fischst, der kann andere Schonmaße festsetzen. Zum Beispiel haben wir jetzt in der Bille gefischt und da ist das Entnahmefenster beim Barsch 10 bis 35 Zentimeter. Ne, also das heißt im Klartext, Fische, die größer sind als 10 cm und kleiner als 35, die darfst du mitnehmen oder musst du mitnehmen, alle anderen musst du zurücksetzen. Also wenn du jetzt einen 40er Barsch oder einen 50er Barsch fängst, wo jeder Angler von träumt, den musst du zurücksetzen. Mhm. Ne? Macht Sinn. Und was kritisierst du zum Beispiel an dem an den Gesetzgebungen hier in Schleswig-Holstein oder in anderen Gebieten? In Schleswig-Holstein hat da ein wesentlich strengeres Gesetz. In Schleswig-Holstein bist du verpflichtet, jeden maßigen Fisch zu entnehmen. Du darfst in Schleswig-Holstein nur zum Angeln fahren, zum Zwecke Fische zu fangen, die du verzehren willst. Nicht? Also du darfst nicht mal sagen, jetzt hast du Just und der Freude, die Weißfische stippen oder ähnliches. Also du musst quasi, bist verpflichtet, jeden maßigen Fisch zu entnehmen. Was könnte denn die Begründung sein? Also wo ist denn jetzt der Unterschied? Das Tierschutzgesetz. Okay, aber warum ist das in Hamburg anders als in Schleswig-Holstein? Das sind ja die gleichen Tiere. Ja, und auch teilweise die gleichen Gewässer. Die Elbe zum Beispiel in Hamburg, was du kannst du einmal von in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder und alles sind drei unterschiedliche Fischereigesetze und jedes Mal musst du dich genau vorher informieren. Du weißt ja, was das, wir auch schon mal Ärger gehabt haben, deswegen. Also was meinst du mit wir Ärger gehabt haben? Na, was wegen der Fischereigesetze, weißt du, das sind ja immer mal Leute, die da irgendwas zu mäkeln haben oder zu bessern haben und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber also jeder Angler ist verdammt nochmal verpflichtet, sich vorher zu informieren. Und guck mal, wir haben natürlich auch viele Feinde, weißt du, guck mal, die übertriebenen Naturschützer und Tierschützer, weißt du, zum Beispiel diese Peter, der Verein, weißt du, der ist ja ganz aggressiv. Der hat ja mal empfohlen, weißt du, dass wenn irgendwo Angler sitzen, dann sollten die was Sand mit Steinen werfen, ins Wasser werfen, um die Fische zu verscheuchen und sowas alles. Ne? Mhm. Also es gibt jedes Mal einen Shitstorm. Aber wie gesagt, du bist ja jetzt bei der Sportfischerprüfung, nicht? Und du musst eben wissen, dass jedes Bundesland ein eigenes Fischereigesetz hat und eigene Fischereigesetze. Nicht? Und die sind eben von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich. Guck mal, das beste Beispiel ist die Meerforelle. In Schleswig-Holstein hat die, glaube ich, ein Mindestmaß von 40, in Mecklenburg 45. Jetzt bist du in der Lübecker Bucht, nicht? Fängst du eine Meerforelle? Bin ich nur noch in Schleswig-Holstein oder bin ich schon in Mecklenburg? Weißt du, das sind so Dinge. Aber wie gesagt, das sind Gesetze, die man einhalten muss und darüber zu streiten ist müßig. Es wird ja immer wieder daran gearbeitet und was geändert und weiß ich was alles. Aber das ist eben ein ganz heikles Thema. Okay, das ist so, wie es ist und ich muss mich vorbereiten. Nochmal zurück zum Ursprung. Also ein Kumpel von mir aus Hamburg, der hat gesagt, der macht das jetzt am Wochenende. Ich bin zeitlich ein bisschen unter Druck. Wenn ich will, mit dem natürlich auch angeln gehen. Ich habe mir jetzt mal hier so unter anderem auch die Fischereiprüfung Schleswig-Holstein einfach mal just for fun mal aufgerufen und mal geguckt, was gibt es denn da eigentlich für Fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich schon beantworten? Wir können ja mal drei, vier Fragen einfach mal machen. Allgemeine Fischkunde. Welche Funktion hat die Schwimmblase? Sie dient der Verdauung, sie dient der Ausscheidung, sie dient der Auftriebszugabe. Okay, Antwortmöglichkeit C, habe ich ja wohl recht damit. Oder ist immer nur eine, teilweise auch zwei Möglichkeiten. Ja, ja. Also da würde ich sagen, Auftriebskörper und fertig, ne? Ja. Hätte ich einen Punkt. Welche Fischart ist ein typischer Krautlaicher? Schleie, Nase, Wels. Ja, da müsste ich dich jetzt schon angucken. Also Krautlaicher, der leicht praktisch im Kraut. Ja, ja. So, das ist doch der Fisch. Gehen wir mal logisch vor. Ein Wels würde ich sagen, nein. Ne? Nase, höre ich zum ersten Mal. Was ist denn das? Das ist eine Weißfischart, weißt du, die eine ausgeprägte Oberlippe hat, gerade wie eine Nase. Nicht? Okay. Kann sehen aus, ne? Nein, nein. Also die Schleie ist schon ein Fisch, der in verkrauteten Gewässern lebt. Und obwohl, weißt du, da kannst du. Im Grunde genommen
suchen ja alle Fische irgendwo, wo sie ihren Laich ablegen können. Nicht? Guck mal, selbst Barsche, die haben ja so lange Laichfäden oder sonst was alles, die kleben sie irgendwo hin, die Heringe kleben ihren Laich an die Steine oder sonst was. Also, ja, aber in diesem Fall ist das ja eindeutig die Schleie. Dann. Die Schleie, okay. Bei welcher Fischart bewacht der Milchner das Nest mit dem Eigelege? Also der Milchner ist derjenige, der den Samen dann da drauf gibt, ja? Also das Männchen? Ja. Ja. Zander, Fluss, Barsch, Rotauge, würde ich sagen Zander. Ja. Das ist auch, die sind auch eindeutig zu erkennen. Die Böcke, sagen wir ja, zum Beispiel, also die männlichen Zander, die verfärben sich. Die sind während der Laichzeit schwarz, haben richtig einen schwarzen Rücken. Mhm. Weißt du, wenn man so einen fängt, und das ist eben das Problem, guck mal, das machen wir in Hamburg auch vorbildlich, da ist erst Ende Mai, Ende der Schonzeit, der Zander leicht später als der Hecht. Der Hecht ist meistens schon Ende April beim Laichen durch, nicht? Konnte dann schon geangelt werden, bloß wenn die Angler jetzt losgehen, was so ein Angeln mit Kunstködern auf Hecht, dann ist nicht ausgeschlossen, dass man Zander beißt. Weißt du, wenn dieser Zander jetzt schwarz gefärbt ist, dann, weißt du, und das ist ja wieder die Krux, und der würde in das Entnahmefenster passen. Weißt du? Mhm. Dass du sie eigentlich mitnehmen musst, aber der ist pechschwarz, dann weißt du, der steht auf seinem Nest, jetzt beraubst du praktisch, machst du die Kinder zu Waisen, ne, wenn du sie nicht nimmst. Okay, mache ich aber nicht. Nein, du, da, guck mal, du, also ich kenne ja viele Angler, denen mal ein Fisch aus der Hand fällt. Ne? Die sind ja glitschig und gerade was, wenn du den jetzt schonend messen willst, dann kann natürlich passieren, dass er dir aus der Hand glitscht und fällt ins Wasser und da kann man dir ja wohl keinen Vorwurf machen. Nee. Denn du darfst ihn ja auch nicht so festdrücken, dass er nicht überlebt oder ähnliches. Also du sollst ihn ja grundsätzlich mit nassen Händen, Jochen, wenn du einen Fisch fängst und entnimmst den, grundsätzlich mit nassen Händen. Ne? Und dass du die Schleimschicht nicht verletzt und dass du ihn dann auch zurücksetzen kannst. Aber beim Hecht hast du mir gesagt, unbedingt mit Handschuhen. Ja, also wenn du Handschuhe, der Hecht hat, ich weiß nicht, wie viele Zähne, was müsstest du auch mal, müsstest du mal googeln. Also jeder Hechtangler, der einen Hecht entnimmt, weißt du, oder was du in die Kiemen greift und kennt nicht diesen Taschengriff, also neben den Kiemen, der blutet. Ja. Und der blutet tagelang. Ne, also das ist richtig schmerzhaft und entzündet sich auch das Ganze. Also ist, deswegen haben alle, also die mal sagen, viele zum Hechtangeln gehen, haben immer eine lange Lösezange mit. Du musst manchmal haben, in einigen Bundesländern ist selbst die Rachensperre Vorschrift. Eine Rachensperre, was ist wie eine Klammer, also die steht unter Druck, die machst du auf, die hält dir das Maul dann auf, wie beim Zahnarzt, ne? Und dann kannst du mit der Zange den Haken lösen. Du musst ja, deswegen gibt es extra Spezialzangen, die relativ lang sind, oder was, welche mit so einem Pistolengriff. Ne? Damit kannst du dann den Haken lösen. Also niemals mit den Fingern da rumfummeln im Maul und versuchen, den Haken zu lösen. Blutest. Unter Garantie. Welche Fischart leicht im Winter? Quappe, Karpfen oder Barbe? Ja, da würde ich sagen, Karpfen. Nee, auf keinen Fall. Scheiße. Scheiße. Okay. Quappe? Ja. Die Quappe zieht ja gerade, was also die Quappe, der wird ja auch Süßwasserdorsch genannt. Und die zieht ja bei uns in die Flüsse eigentlich rein, nur zum Laichen, und die, also nur in den Wintermonaten. Ne? Okay. Letzte Frage. Was versteht Fischer unter Blankaalen? Geräucherte Aale, zum Laichen abwandernde Aale oder aufsteigende Aale? Lass mich überlegen. Blankaale, das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, die sind blank. Die haben ihr Werk vollbracht, haben abgeleicht und aufsteigende. Ah nee, das ist aber keine Antwortmöglichkeit hier. Zum Laichen abwandernde Aale. Das heißt, die gehen ja zum Laichen. Ja. Und aufsteigende Aale? Was sind denn aufsteigende Aale? Das sind Aale, die hier aufsteigen, wenn sie praktisch hier in die Gewässer wollen bei uns. Zum Steigaal. Laichen. Zum Laichen. Erstmal zum Großwerden. Okay. Zum Laichen Abwanderaale, die hauen ja ab, die Aale wohnen ja, ach ja, das hast du mir mal erzählt, wo ist das nochmal? Saragossa. Genau, das heißt, alle Aale gehen dahin. Ja. Okay, warte mal, was verstehen Fische unter Blankaale? Erstmal, habe ich das richtig verstanden, Blankaale sind die nach dem Laichen? Nein, okay. Die zum Laichen abwandern. Okay. Also auf die Aale kommen hier ja als Aallarven an. Ja. Ne? Und das sind erstmal Glasaale, die kannst du richtig durchgucken. Das sind ganz, was so wie soll ich das sagen, was so wie Bindfäden, also so maximal 5 cm lang oder 4-5 cm lang und sind ganz blank. Mhm. Und dann verfärben sie sich, dann nennen sie sich Steigaale. Und ich habe
das Glück gehabt, Jochen, ich habe noch bei uns Aale aufsteigen sehen, also Glasaale. Da war das Wasser wie weiß gefärbt. Richtige Striche, weißt du, sind bei uns in die Auen gewandert. Und dann versuchen die, weißt du, in die Auen immer höher zu steigen. Und dann kommt ja mal ein Stauwehr und ein Graben, weißt du, und dann versuchen die sich mit Gewalt, die können ja auch ein Stück über Land laufen, immer höher zu kommen. Dann die laufen über Land? Ja. Okay. Auch wenn die ab, wenn die, natürlich nicht kilometerweit, nicht, aber die überwinden Hindernisse, weißt du, und früher hätte es ja geheißen, die liegen in den Erbsenfeldern und ähnliches, nicht? Aber wenn das krass nass ist, also ein Aal, der hat ja, weiß ich nicht, 20 oder 30 Leben, Jochen, der kann, also ohne weiteres, wenn das krass nass ist, eine Nacht in so einem, ohne Wasser überleben, in so einem feuchten Gras, ne? Mhm. Und dann schlängeln die sich durchs Gras, also wir haben ja. Hauptsache nicht austrocknen, ne? Na, genau. Mhm. Wir haben ja früher beim Pöttern, weißt du, Pöttern ist ja Angeln ohne Haken, so mit so einem Wollfaden, wo die Aale sich zerbeißen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast vor dir irgendwie eine Landungshilfe, einen Schwimmring, eine Senke, Planschbecken, was, wo nur ein Ring aufgepumpt ist oder sowas, wo du die Aale dann drüber hältst. Nicht? Oder bei uns ist ja immer alles schön kurz gefressen durch die Schafe, schleuderst die an Land. Mhm. Ne? Da muss aber natürlich schnell hoch sein. Und dann siehst du die Aale, wie die im Gras sich bewegen wie eine Schlange quasi und versuchen, wieder ins Wasser zu kommen. Nicht? Also jetzt stand gerade hier bei uns in der Zeitung, jetzt gerade am Wochenende, da steht immer so eine Kurzgeschichte oder sowas alles, da war eine, ich sage mal mit Verlaub, eine ältere Dame, war spazieren gegangen bei uns am Außendeich und hatte auf einmal einen großen, dicken, grünen Aal gesehen, was so wie der am Ufer lang schlängelte. Und dachte, es wäre eine grüne Schlange? Nein, nein, er hat es gleich als Aal erkannt. Okay. Ne? Ja. Weil in Oeversee gibt es nämlich irgendwo die Meldung, dass es da irgendwo eine grüne Baumlatter gibt und alle haben Angst. Oder alle sind noch entspannt. Gibt, ja. Da ist so eine Giftschlange, die eigentlich ja gar nicht. Okay, Geschichte am Rande. So, wir waren jetzt bei den Blankaalen und bei dieser letzten Frage. Ja. Was ich ja schön finde daran, ist, dass es immer scheinbar eine Antwort gibt, die ziemlich behämmert ist. Weil auf geräucherte Aale würde ich jetzt mal nicht tippen. Nee, nee, nee. Aber das schränkt schon mal ein. Ja, ja. Also du hast immer die Chance, weißt du, dass du dann, wenn du darüber nachdenkst, dass du dann noch einen richtigen Treffer hast, weißt du, nicht? Okay, lassen wir es mal sein. Aber wir können gerne mal über Aale sprechen. Du warst jetzt letztens, glaube ich, wieder unterwegs. Ja, also jetzt ist natürlich, guck mal, jetzt kannst du natürlich wieder alles machen, was so, wie gesagt, in den meisten Gewässern ist der Hecht frei, der Zander frei. Und ich war mal wieder zum Aalangeln und ich hatte einen Tipp gekriegt. Versuch dein Glück mal mit Garnelen. Ich kenne das, weißt du, meine Freunde im Nordostseekanal, die angeln sehr viel, weißt du, die schieben sich, also mit so einem Kinderkescher und mit so einer kleinen Glieb, weißt du, am Ostseestrand diese Ostseegarnelen. Ne, da gibt es ja auch Krabben, wie wir hier an der Nordsee, ja, unsere Horn, Krabben, Granat oder wie die Dinge auch immer alle heißen, ne, die im Übrigen sehr, im Augenblick sehr, sehr teuer sind. Ne, so ein Fischbrötchen 15 Euro, das geistert ja durch alle Zeitungen. Und also ein Krabbenbrötchen. Ja. Also diese Krabben können wir bei uns in den Seelzügen und den Prielen mit der Senke fangen. Ne? Und wenn ich weiß das, weißt du, wenn diese Krabben, was das, die kommen ja durch die Schleusentore. Die Schleusen sind auf, das Süßwasser läuft raus, das Salzwasser kommt, dann kommen immer Krabben mit rein. Weißt du? Und wenn viele Krabben da sind, dann ist da für die Fische ist das dann wie als Geburtstag und Weihnachten an einem Tag, dann haben sie Nahrung und Überfluss. Ne? Und diese Krabben, das ist ein Top-Köder. Ne? Das kennen viele Leute nicht, weißt du? Aber es müssen nicht die gekochten, also die fertigen, die zum Verzehr, die kannst du wunderbar nehmen zum Plattfischangeln, weißt du? Zum Buttangeln und ähnliches. Aber zum Aalangeln, also die lebendigen Krabben oder Poren, nicht? Und die sind dann natürlich, weißt du, du kannst ja eine Krabbe oder eine Garnele, weißt du. Aber die darf man lebendig auf den Haken tun? Gehe ich mal von aus, das habe ich jetzt noch nicht genau überprüft. Auf alle Fälle, die leben dann ja nicht lange, weißt du. Also, guck mal, da gibt's, du kennst ja eine Stricknadel. Mhm. Ne, da gibt ganz Ködernadel, Wurmnadel, gibt es ja im Angelgeschäft, da gibt es ganz kleine, dünne Nadeln. Die Nadeln sind vorne angespitzt, also scharf, und haben hinten ein kleines Loch, was du im Schaft. Da kannst du deinen Angelhaken reindrücken. Jetzt ziehst du die Krabbe auf deine Ködernadel, ne? auf diese dünne Nadel, und dann schiebst du die mit Hilfe der Nadel auf deinen Haken. Mhm. Ne? Dann ist die, hat sie auch nochmal die gleiche Form. Also ein Top-Köder, Leute, also wer die Gelegenheit hat,
Krabben, sei es Ostseekrabben oder Nordseekrabben, lebendig zu kaufen. Ich weiß, an der Küste, früher die Großmannbrüder, da konntest du hier Garnelen kaufen. Ne? Und im Nordostseekanal habe ich mal eine Reportage gemacht für Fisch und Fang, haben wir tatsächlich also der Aale mitgefangen und ich war da jetzt los mit Jochen und habe wirklich, also ich habe dieses Jahr schon frischen Brataal satt gegessen. Ne? Mhm. Sag mal, gibt es denn eigentlich genug Aale im Moment? Oder du, wir haben ja einmal in diesem Podcast erzählt, dass es dem Aal gar nicht so gut ging. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ist, oder? Also auf dem Aal geht es schlecht, ohne Frage. Und da streiten sich jetzt die Experten. Aber diese Besatzmaßnahmen, die mit auch von der Regierung, vom Land und so unterstützt wird, also jeder Verein kriegt, wenn er beantragt, einen Zuschuss und kann Glasaale, Selbstaale, Zuchtaale, da gibt es alles Mögliche, kaufen und damit seine Gewässer besetzen. Vorschrift ist, das Gewässer muss durchgängig sein. Also die Aale müssen die Chance haben, wenn sie abgewachsen sind und kriegen ihre Leichgefühle und wollen abwandern als Blankaal, ins Saragossa-Meer wollen, dann müssen sie die Chance haben, abzuwandern, nicht? Und dann kannst du die besetzen. Und die ganzen, die Berufsfischer, wenn sie ehrlich sind, ist nach wie vor der Aal für sie der Brotfisch. Mhm. Ne? Ist der begehrteste Süßwasserfisch, weißt du, lässt sich wunderbar zubereiten in allen verschiedenen Arten und Variationen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnskapital. Und da streiten sich jetzt die Experten. Guck mal, die Glasaale kamen hier früher bei uns in unvorstellbaren Mengen durch den Golfstrom an. Dadurch, dass sie jetzt weniger geworden sind, stellen die Verbände solche sogenannte Aalfang. Wie heißt das? Wo die Aale abgefangen werden. Mhm. Also nur zur Kontrolle, weißt du, da steigen Aale auf und dann werden die gezählt, weißt du. Und früher konntest du die gar nicht zählen. Und heute sind sie froh, wenn sie mal 10, 20 oder 30 Glasaale haben. Das ist ja immer nur ein Prozentteil, weißt du. Sie können ja nicht alles, fischen ja nicht alles ab. Das sind so Aalfangkörbe, sind das so Vorrichtungen. Also in Mecklenburg-Vorpommern habe ich ein paar gesehen, weißt du, die sind tatsächlich, das musst du dir vorstellen, wie so eine Bürste, wo das Wasser durchläuft, weißt du, dass die da dann hochklettern können und fallen dann in diesen Aalfang und dann werden wieder gezählt und wieder weiter ausgesetzt, nicht? Und da sagen die Wissenschaftler, guck mal, diese Glasaale, die entnehmen, werden ja der Natur entnommen. Die werden in der Regel unten in der Biscaya und in Spanien und in Frankreich werden die gefangen, gesenkt und werden dann da abgeliefert, verkauft für teures Geld und werden dann eben verteilt auf die einzelnen Bundesländer. Dann gibt es ja riesige Aalfarmen, wo diese Aale ja gezüchtet werden. Wenn du dir heute einen Aal kaufst, Jochen, einen Räucheraal irgendwo im Fischgeschäft, ist das zu 90% ein Zuchtaal. Das sieht einer wie der andere aus. Ich sage immer, wie ein Gummiknüppel. Die sind nicht schlecht, das ist nichts gegen anzuwenden. Nicht? Aber die werden gemästet. Da gibt es richtige Aalmästereien, weißt du, die eben diese Glasaale aufkommen. Die kriegen Tag und Nacht, haben dann ideale Lebensbedingungen, Futter wie alle anderen Fischfarmen auch, und züchten da diese Aale. Die Fischer wären gar nicht in der Lage, diese Aalmengen zu fangen. Das geht nicht. Wie lange braucht denn so ein Aal, bis der verkaufsfertig in der Größe ist? Also wie schnell wachsen die denn? Also im freien Meer bestimmt relativ langsam. Nicht? Also das dauert bestimmt, guck mal, der Aal hat jetzt bei uns ein Schonmaß von 50 Zentimeter. Nicht? Also der muss 50 Zentimeter lang sein. Also ich weiß nicht, aber der ist dann bestimmt schon 6, 8 Jahre alt, würde ich sagen. Guck mal, der erste, wenn ich den Glasaal sehe, den Steigaal sehe, also die brauchen schon eine gewisse Zeit. Und dann richtet sich das immer nach dem Nahrungsangebot. In diesen Züchten geht es wahrscheinlich wesentlich schneller. Nicht? Die haben eine ideale Bedingung, Tag und Nacht, das richtige Licht, die richtige Wassertemperatur und Futter ohne Ende. Nicht? Während die ja hier sich ihr Futter ja suchen müssen. Nicht? Und haben natürlich jede Menge Fressfeinde. Nicht? Guck mal, der größte Feind, Fischfeind, ist ja der Kormoran. Der Kormoran heißt im Holländischen Aalgriper. Und wenn du, wie ich ja, viel am Wasser sitzt, Jochen, und beobachtest mal so Kormorane, wie viele schöne Aale die haben. Weißt du? Der Aal ist für den Kormoran unheimlich leicht zu fangen. Der Aal sitzt irgendwo im Schlupper, unten am Gewässergrund, was so, guckt mal raus und so, ob es sich lohnt, mal eine Raubtour zu machen und alles, was so, hat ja so ein bisschen Deckung. Du kennst ja wahrscheinlich die Geschichte mit dem Pferdekopf, wo die Aale drin sind und ähnliches. Das war das nicht Blechtrommel? Ja, genau. Mhm.
Und ich weiß, in England werden Tonnen vergraben, Röhre versenkt, da machen wir ja auch was. Und der Aal sucht Höhlen, wo er sich drin aufhält. Ne? Und dann guckt er mal raus und dann kommt der Kormoran von oben und der Aal guckt, was er ahnt, ja nichts Böses, zack. Weißt du? Und er lässt sich ja wunderbar schlucken. Ne? Der ist ja so schleimig, ne? Wenn er jetzt einen Barsch oder so einen Hecht hat, weißt du, da hat er die ganzen Stacheln. Also ich bin der Meinung, dass ein Großteil der Aale von dem Kormoran gefressen wird. Gut, der Kormoran will auch leben, der frisst Fisch, aber der Aal ist für ihn wahrscheinlich eine der Hauptspeisen. Ich war ja mal an der Schlei und da ziehen ja die Kormorane morgens in Schwärmen über die Schlei und die ganzen Fische hassen die Kormorane, weil die den ganzen Fisch wegfressen, sagen sie. Ja, stimmt. Da wird der Himmel dunkel morgens. Ja, ja, Wochen. Ich habe noch, ein Fischer hat mir mal ein Video geschickt und ich habe noch nie so viel Kormorane auf einem an einem Fleck Erde gesehen. Also wenn du die siehst, also wie, gut, also die haben natürlich jetzt fast kaum noch natürliche Feinde. Jetzt, also dadurch, dass wir immer mehr See- und Fischadler haben, die holen sich mal den einen und anderen Kormoran. Nee, aber diese Unmengen, weißt du, die das da gibt. Also wenn du in den Bottengewässern bist, also Jochen, also für mich als Angler ist klar, warum wir weniger Fische haben. Nee? Die Fressfeinde werden immer mehr. Nicht? Und deswegen, guck mal, wir haben, das habe ich ja schon so oft gesagt, also wir haben ja früher kaum Seehunde gehabt in der Ostsee, schon überhaupt keine Kegelrobben. Nicht? Mittlerweile haben wir, guck mal, früher auch vor Helgoland gab es ja keine Kegelrobben. Dann war mal die erste, der zweite, der dritte da, jetzt liegen da so viel, dass du da gar nicht mehr laufen kannst vor Kegelrobben. Nicht? Und auch wenn du jetzt auf die Seehundsbänke guckst, die liegen voll. Ist ja in Ordnung, sollen auch alle leben, was, aber die fressen eben alle Fisch. Nicht? Und irgendwann sind die Ressourcen erschöpft, weißt du. Und gerade der Aal lässt sich eben sehr schnell, sehr leicht fangen. Und deswegen ziehen die Fische auch immer tiefer, weißt du. Und der, also wir haben ja Gewässer, Jochen, ich fange ja immer noch meine Aale. Ne? Aber das sind Gewässer, wo der Kormoran wenig Chance hat. Die mitteltrübe sind, die schilfbewachsen sind, also keine großen freien Gewässerflächen. Ne? Da fängst du immer noch deine Aale, weißt du. Und auch mal über Tag oder im Nordostseekanal, im tiefen Gewässer, also wo viel Störung ist durch Schiffsverkehr, Spaziergänge und ähnliches. Da geht das aber in freien Gewässern. Da ist es schon. Du, das ist ja, guck mal, da werden jetzt jede Menge Geld ausgegeben für Setzaale. Ne? Die werden ausgesetzt von den Anglern, von den Fischern und, was du, die Glasaale. Ne? Ist auch wunderbar. Das große Problem sind aber, die Aale wandern ja alle wieder ab in diese Sargossersee. Ne? Aber die Hindernisse, die der Mensch für sie geschaffen hat, du musst dir mal, was so diese großen Staustufen kommen, wo die Turbinen sind, die Strom. Ne? Was meinst du denn, warum da so viele Vögel sind und sowas alles? Du glaubst gar nicht, wie viele gehäcksete Aale durch die Turbinen kommen. Ein guter Blankaal, der ist 60, 70, 80 Zentimeter, das sind solche Apparate. Wir haben hier schon Aale gefangen, bis 5 Pfund, was du, die werden bis zum Meter groß. Was, wenn die jetzt in so eine Stromturbine kommen, dann werden die gehäckselt. Ne? Die kommen nicht mehr zum Laichen. Ne? Und jetzt sind die Stromkonzerne sind ja zum Teil auch schon verpflichtet, was, bevor sie so ein Wasserkraftwerk oder so in Bewegung setzen, dass sie davor Aalschocker stellen. Die versuchen schon, die Aale abzufangen mit Netzen und ähnliches, um sie über dieses Hindernis wegzubringen. Was sind Aalschocker? Das sind Fangvorrichtungen, weißt du, wo Aale mit gefangen werden können. Guck mal, früher haben ja die Fischer im Rhein und sowas alles und in der Elbe, die haben ja mit ihren Booten, was so ähnlich, was du kennst, so ein Krabbenkutter, weißt du, aber die haben vor Anker gelegen, haben ihre Netze runtergelassen und haben die dann einfach in den Strom gelegt und von Zeit zu Zeit wie riesige Senknetze hochgeholt und haben davon leben können. Ne? Gibt es heute nicht einen mehr, ne? Der davon lebt. Und jetzt ist natürlich in der Nordsee und in der Ostsee, also alles, du kannst, jeder Angler muss sich merken, alles, was, also das gesamte Wasser, was vom Deich ist, also praktisch die freie See, absolutes Aalfangverbot. Absolutes Aalfangverbot. Also wenn du jetzt in das Hamburger Hallig fährst bei uns und willst mal schön angeln und fängst einen Aal, dann musst du den wieder zurücksetzen, den darfst du nicht mitnehmen. Ne? Fängst du den aber bei uns in der Aalau, also hinterm Deich, dann kannst du ihn mitnehmen. Okay, verstehe nicht. Ja, oh gut, ja. Also das ist eben, was das gibt, also die EU hat jetzt ein allgemeines Fischer-Aalfangverbot in den offenen Meeren erlassen, weißt du? Mhm. Ja, das ist ein Politikum. Jochen, was meinst du, dieser Aalschmuggel, Glasaalschmuggel, Aal wird mit Gold aufgewogen. Mhm. Ein Kilo Aal, Glasaal ist bestimmt so teuer wie ein Kilo Gold. Pures Gold.
Ne? Wie viele Aale hast du denn jetzt dann? Oder wie viel darf man denn jetzt? Also bei uns unbegrenzt. Ah, ja, okay. Du darfst aber gar nicht erzählen, was, wenn du mal eine gute Aalnacht hast oder einen guten Abend, weißt du das, dann wirst du ja gleich beschimpft. Weißt du, das gibt ja kaum noch Aale. Guck mal, die Nichtangler, die sind ja sensibilisiert durch die ganzen Nachrichten. Also es gibt kaum noch Fische und ähnliches, weißt du. Und dann, wenn du dann sagst, Mensch, ich habe heute Nacht 10 Aale gefangen und so alles, dann musstest du eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Aber dass du davor 9 Nächte los warst ohne, das interessiert ja keinen, das erzählst du auch keinem. Ne? Okay, aber du grinst und lachst, also du hast warst schon ein guter Fang. Ja, ja, ich bin absolut zufrieden. Aber beim Aalangeln gehst du, meine ich, auch immer alleine. Ja, ne? Also na, ich gehe auch mal mit meinem Kumpel Hubert, weißt du, das, wir sind ja, das ist ja mein Angelfreund, mein Aalfreund, da gehen wir schon gemeinsam, aber wir angeln quasi für uns alleine. Nicht? Mhm. Also wir sitzen so weit auseinander, dass wir vielleicht in der Nacht mal 20 Worte wechseln oder wenn nichts läuft, ne, dann huckst du dich auch schon mal zusammen. Aber sonst sitzt du ja wie ein Luchs hinter deinen Ruten, weißt du, und nicht, um ja keinen Biss zu verpassen. Und Jochen, es ist ja auch wie jetzt wieder, was, weißt du, wenn du denn so einen Aal an der Angel hast, weißt du, da durchströmt dich mich als Angler ein Glücksgefühl. Weißt du, erstmal, weißt du, es gibt ja Aale, die richtig Rabatz machen. Manche ziehen nur, wenn du mit der Pose angelst, nur die Pose runter, bleibst da stehen. Dann denkst du, Krebs, Wollandkrabbe oder ähnliches, weißt du. Dann nimmst du mal Fühlung auf und dann geht das los, weißt du, fängt an zu rühren. Aber manche laufen auch richtig, weißt du, dass du richtig die Rute knallt, weißt du, runter, dann siehst du, ob du jetzt mit Freilauf, Bremse oder wer angelst, weißt du. Und dann ist ja wichtig beim Aalangeln, dann musst du Gas geben. Ne, kurbeln, ne? Und dann macht er sich unterwegs mal krumm und dann merkst du diesen Widerstand, weißt du, das nicht, der kommt nicht so mit wie eine Schlange oder sowas alles, oh, weißt du, dann weißt du, du hast einen ordentlichen. Und wenn dann, weil du relativ schnell kurbelst, wenn er schon so bei 20, 30 Metern dann an die Oberfläche kommt, weißt du, und dann siehst du den schön an. Das ist für mich, ist das schon, also Aalangel ist, Jochen, ist so faszinierend, weil ich eben als immer Aalangler war und schon als Kind Aal geangelt habe, weißt du, und stolz für Oskar. Und Aal ist auch für Jochen. Ich habe Freunde, wenn mich die mal zum Aalessen eingeladen haben, kannst du dir vorstellen, dass ich früher teilweise mal 10 Gäste hatte zum Aalessen, satt. Hm. Die konnten so viel Aal essen, bis sie platzten. Ne? Wie bereitest du die zu? Ja, also geräuchert dann. Ne? Also wenn du hier kommerzielles Aalessen, war ja früher bei uns auch oft der Fall, dann gibt es ja Aal in Sauer, Aal in Gelee, Aal, Brataal. Also jetzt haben wir ja eine Pfanne Brataal gegessen, die auch mache ich gerne. Also ne? Brataal heißt den Aal in kleine Stücke hacken, ja, und der dann Aal, anbraten, der, oder? Ja, naja, der Aal wird, also ich bin nur kein Koch und kein Experte, aber zum Braten wird der Aal enthäutet. Ne? Hm. Also ganz wichtig ist, wenn man jetzt einen Aal hat und der ist abgeschlagen und getötet, dann der bewegt sich noch 3-4 Stunden hinterher. Ne? Das gibt ja extra so Aalstecher, weißt du, den du in das Genick einsetzt und da drückst du da die Wirbelsäule mit durch. Ne? Das knackt richtig. Ne? Mhm. Und trotzdem bewegt er sich noch und schwimmt rum und weiß ich was alles in dem Wasser. Aber ist egal. Wenn du diesen Aal hast und nimmst ihn aus, dann ist es ganz wichtig, dass du setzt das Messer ja am Weitloch an, hinten. Mhm. Ne, also, und dann musst du aber auch noch nach hinten schneiden, auch richtig einen herzhaften Schnitt, denn da sitzt die zweite Niere. Weißt du, und wenn du den jetzt ausnimmst und nimmst ihn vorsichtig aus, meistens mit so einem stumpfen, runden, einfach ein Brotmesser, dann kannst du diese Niere so mit dem Messer rauspulen und ziehst dann vorsichtig nach vorne, dann ziehst du den Blutfaden mit raus, der praktisch bis ins Schwanzende geht. Ne? Weißt du, das können die Professionellen schaffen das nicht, aber wenn du das für dich selber machst, weißt du, ist ja viel angenehmer, wenn du auch die Blutfaden mit rauskriegst, weißt du, und dann kratzt du den Aal schön sauber, ne? Also nimmst die erste Niere raus, die ganzen Eingeweide raus und dann kratzt du ihn schön bis auf der Kette, machst ihn schön picobello sauber, nicht? Und wenn du ihn braten willst, dann ist das okay, dann musst du ihn, da hat ja hier vorne die Brustflossen, da schneidest du ihn dann hinterm Kopf ein. Du darfst aber nicht die Mittelgräte durchschneiden, nicht den Kopf abschneiden. Dann hast du nachher nichts, was du anfangen. Dann musst du immer poolen, um Haut zu kriegen, um abzuziehen. Ach so. Mh. Du lässt also den Kopf dran und drückst diese Mittelgräte nur durch. Die brichst du eigentlich. Und dann poolst du mit dem Daumen was so rein, dann machst du ihn frei und dann kannst du da anfangen. Und dann ziehst du ihn das Fell ab. Und dann ist der Picobello sauber. Ne? Ich habe gerade neulich erzählt, also Annegret, meine Frau, die ist so ein bisschen edepetete, da hat er noch einen leichten Flossensaum, also ganz was wie Pflaumen. Ne? Die schneidet die noch mit der Schere ab, ist aber dummes Zeug, brauchst du nicht. Ne? Aber wenn sie das dann aber lieber isst, ne? Also die schneidet die Dinge ab. Und dann wird der Aal in Stücke geschnitten, also so Portionsstücke, je nachdem, was du, ich sag mal so,
zwischen 6 und 8 oder 10 Zentimeter, je nachdem, wie groß der Aal ist, weißt du. Und dann wird er eigentlich gesalzen und dann in Mehl gewälzt und dann rein in die Pfanne und dann schön kroschbraten, richtig schön heißes Fett. Mhm. Und dann ist er so richtig goldbraun, weißt du, der kriegt dann richtig Farbe. Und dann legst du ihn auf Küchenkrepp, nicht damit dieses Öl, Fett oder wo auch immer du ihn brätst, dann abtropft, weißt du. Und dann wird er serviert, ne? Also, mach so Kartoffelsalat dazu oder Rührei oder ähnliches, weißt du, ne? Aber der Aal ist schon. Es ist aber, der Aal ist aber auch nicht jedermanns Sache, muss man sagen, ne? Lange nicht, nein, du fischst ja generell. Also, Jochen, ich mag Aal gerne. Aber, ja, du. Aber meine Frau zum Beispiel mag den gar nicht. Nein, das ist, also Gott sei Dank. Überhaupt nicht abgeben. Also hier, also die, also du, ich wundere mich ja, Jochen, es gibt ja immer mehr Fischesser. Ne? Fisch ist ja mittlerweile so teuer geworden. Nicht? Also das ist ja Wahnsinn, weißt du. Also ich fahre ja jetzt Dienstag nach Norwegen. Ach, und, schon wieder? Ja, ja. Und weißt du, dann habe ich hier einen Schlachter, weißt du, und bei dem tausche ich jetzt, ich kriege von dem immer Folie, weißt du, wo ich meine Fische einwickel, weißt du, zum Frosten, und der kriegt dann von mir Fisch. Also Fisch in allen Variationen sind die Leute ganz heiß drauf. Ne? Das heißt, du, das stimmt jetzt, wir haben da mal drüber geredet, du bist 4 Wochen weg. Ja, fast 4 Wochen. Fast 4 Wochen. Ja, ja, also Dienstag fahre ich, Dienstag ist ja, glaube ich, der 4. Juni. Da fahre ich dann hier nach Norwegen und komme erst Ende Juni wieder. Ne, also da würde ich jetzt mal hier einen Aufruf starten, dass wir auf alle Fälle vorher noch eine Folge Horst und der Fisch, eure Fragen, Horst Antworten aufnehmen können. Das heißt, Fragen@Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse. Ja. Dann machen wir, wenn Horst im Urlaub ist, machen wir eine schöne aufgezeichnete Folge, wo du nochmal Fragen beantwortest, die wir dann raushauen, wenn ich dich nicht zu fassen kriege. Ne, machen wir, das ist kein Problem. Aber wir sind jetzt ganz von der Sportfischerprüfung abgekommen. Ach so. Ich dachte, du fragst gar nicht mehr. Ich sag mal so, in den Anfängen noch. Reicht dir das? Ach du, ist mir egal. Also wie gesagt, es gibt ja auch so Crashkurse. Ne? Also das, wo du am einen Wochenende wärst, wird dir das Wissen eingebläut und dann machst du die Prüfung. Ja, das macht mein Kumpel ja. Ach so, der macht diesen Crashkurs. Ja, und das finde ich doof, weil jetzt stehe ich da und habe mich, jetzt hat er den Angelschein vor mir. Na gut, also ich arbeite weiter dran, du merkst aber, ich bin dabei und ich habe ja auch schon ein bisschen Talent bewiesen bei der Beantwortung der Fragen. Ja, also generell kannst du ja sagen, so ein Thema Sportfischerprüfung, das ist eigentlich eben der Nachweis, dass du angeln darfst und kannst und kannst alles wissen, aber diese Grundbegriffe, die lernst du in der Praxis, ne? Welche Fische wandern zum Laichen vom Salzwasser ins Süßwasser? A. Lachs und Meerforelle, B. Aal und Flunder, C. Rotauge und Zander. Also, Rotauge und Zander wandern schon mal gar nicht, würde ich sagen. Ja. Aal und Flunder, Aal wandert? Ich würde sagen Lachs und Meerforelle. Ja, Logo, denn Aal wandert ja nicht ins Süßwasser. Richtig, genau. Da ist doch Salzwasser. Ja, ja, genau. Ich kann ja die Prüfung bestehen. Das Profil kann man sich ja logisch erschließen tatsächlich. Ja, ja, ja. Komm, eine letzte Frage machen wir noch. Welche Parasiten sind Außenparasiten? Fadenwürmer? Nein. Fischbandwürmer? Nein. Karpfenlaus und Fischegel, würde ich sagen. Zack, wieder ein Punkt. Schon bestanden, Jochen. Wahnsinn. Es sind aber, ich scroll jetzt mal hier die Seiten runter. Sag mal, wie viele Seiten sind denn das? Also ich glaube 600 Fragen oder was weiß ich. Und ich muss alle 600 Fragen beantworten? Ja, ne. Also einige ergeben sich ja, was es gibt nachher. Was so. Also Heinz und ich haben mal das mal als Proforma, wollten noch unsere Sportfischerprüfung wiederholen. Ne? Ja. Wir wären beide durchgefallen, ohne dass wir uns vorbereitet haben. Das sind nachher so komische Fragen, Gesetzesfragen und ähnliches, was du, die musst du tatsächlich büffeln, nicht? Brassen ernähren sich überwiegend von A. Kleintieren, B. Pflanzen, C. Fischen, Sekunde. Brassen. Pflanzen. Ach, scheiße. Sag, Kleintiere. Ja. Okay. Horst. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Ja, und hier nochmal der Hinweis, Fragen@Horst und der Fisch, ab mit euren Fragen, damit wir noch eine schöne Folge, bevor Horst wieder ins Paradies fährt,
Du freust dich richtig, glaube ich, ne? Oder? Ist das Stress? Ja, also für mich ist es ja mittlerweile Routine. Das ist jetzt das 10. Festival, das wir mitorganisieren. Also wir sind über 200 Angelbegeisterte da, die alle ihren Traum vom Heilwort leben, weißt du. Und da ist natürlich auch ein gewisser Druck da. Aber für uns ist wichtig, du einigermaßen Wetter. Und dann sind wir immer bemüht, weißt du, jeden Gast an seinem Heilwort zu bringen. Hast du dich in Norwegen mal erwischt, als du auf die Reise dorthin warst, wo du sagst, oh Gott, eigentlich habe ich ja heute keine, eigentlich habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich war schon so oft da. Nee, eigentlich nicht. Du Jochen, wenn ich zum Angeln fahre, ist es ja nicht nur Norwegen. Norwegen ist ja nur das für ein Meeresangeln, das Paradies. Ich meine, ich vermisse zum Beispiel die Ostsee. Ne? Ich bin ja sonst regelmäßig auf der Ostsee gewesen, weißt du, da diese Kuttertouren, die vermisse ich richtig, weißt du, die sind nicht mehr möglich, weißt du, die sind ja so eine Dorschtour, nicht? Wie mit Gleichgesinnten da auf dem Kutter zu stehen, das habe ich für mein Leben gern gemacht, weißt du, und dafür ist jetzt eben, weißt du, guck mal, das Schöne ist ja, also wir organisieren das da ja. Wir müssen uns ja erstmal in erster Linie um die Gäste kümmern und wenn das dann alles läuft, dann alles und dann fahren wir eben raus und machen das, wo wir Lust haben, also Pollack angeln. Ne, das bringt so einen Spaß, ne? Und dann bei gutem Wetter mal auf Heilbord. Weißt du, und dann, weißt du, es ist ja auch meistens, komm, wir dürfen ja 80 Kilo Fischfilet mitnehmen, weißt du, und das ist in der Regel auch kein Problem, nicht? Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht noch einen Termin vorher für eine Aufzeichnung. Komme ich nochmal vorbei und helfe dich. Also Montag wäre der letzte Peng, ne? Denn Dienstagmorgen fliege ich schon, ne? Okay. Da würde ich sagen, bin ich Sonntag hier. Ja, wenn du. Ja, ist kein Problem. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bleibe jetzt zu Hause. Ich muss auch noch meinen Garten vorbereiten, weil ich bin ja fast 4 Wochen weg. Mhm. Ich muss meine Teiche sauber machen, meine Filter reinigen. Ich habe gesehen, die Dachrinne muss noch gereinigt werden. Also ich habe volles Programm. Ich bin zu Hause. Also da muss ich mein Norwegen-Geschirr noch alles packen. Weißt du, das ist ja auch immer das Problem mit der Fliegerei. Du darfst ja 2x23 Kilo, wenn du ein Sondergepäck hast, sondern mit Reiserouten und. Und ich brauche, da habe ich doch so gelacht, haben wir auf Dreh mit Heinz und alles. Und ich sage, Mensch, ich sage, Annegret, die packt doch meine Tasche. Wieso, Annegret? Ja, packt alles, Annegret, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Wie viel brauchst du denn? Ich sage, dafür 4 Wochen, Unterhosen, Unterwäsche und alles. Ja, wieso wäschst du nicht zwischendurch? Ich sage, nee, ich habe noch nie mein Leben was gewaschen. Ich kriege alles mit, das ist genau abgezählt. Das sind 24 Tage, habe ich 24 Unterhosen mit. Ne? Oh Gott. Soll ich dir bei der Regenrinne helfen? Dann rufst du mich an. Nein, kein Problem, Jochen. Ich krieg das Griff. Ich war gerade fertig, als du kamst mit meinem Rasenmähen, weißt du, da hatte ich Glück gehabt. Anschließend hat es ein bisschen geregnet hier bei uns. Kriege ich alles hin. Weißt du, guck mal, morgen ist Freitag, sondern Sonntag. Kein Problem. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns noch, bevor du wegfährst. Danke, Horst. Alles klar, bis dann, Jochen.